Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part, in dem ich heute etwas Schweizerisch rede. Ja, Mai, das ist ja fast wieder Ham. Oh Mann, was verleihe ich immer? Ich weiß es nicht, das kann ich dir auch nicht verraten, aber vielleicht weiß es ja der Streisso. Und wer ist der Streisso? Das ist der Typ, der mit den anderen geredet hat, denen noch die 7 Euro fehlen. Was soll er? Okay, ne? Kenne ich aber nicht. Ich werde diesen ganzen Part versuchen so zu sprechen. Mal gucken, ob ich es durchhalte oder nicht. Kommt vor allem, wie lang der Part ist. Mann, ich will ja auf Beschwören drücken, aber ich verklicke mich ständig. Und da attackiere ich. Aber wahrscheinlich kommt jetzt eine Magnetdoppel, da kommt ein anderes, da kommt der Spiegelkraft. Ja mei, das ist immer so. Wir haben Schweizer Schokolade, ihr habt die Spiegelkraft. Ja. Ja, mei. Wir haben aber nicht nur Schweizer Schokolade, wir haben auch Schweizer Taschenmesser. Und das bringt mir nicht, wenn ich das jetzt aktiviere. Wir haben übrigens auch noch Schweizer Käse. Okay. Was habt ihr da drüben in Bayern? Wir haben den Leberkäse. Oh, Leberkäse, das ist aber schön. Ja. Okay, ich höre auf, das nervt mich. Na gut, da hörst du halt auf. Ja, dann spiele ich ihm halt gegen den Schweizer. Ja, der Schweizer, der ist super, der kann alles, hoffe ich. Hoffst du? Und dann spielt der Schweizer jetzt ein Monster und versucht dich anzugreifen. Und schon verlierst du 500 Lebenspunkte. Die Schweizer kennen sie halt nicht. Ich mach das erst so rum. Und da fliegt eine Fliege. Oh, ich aktiviere sie, obwohl es nichts bringt, weil sie jetzt zerstört wird. Okay, dann passt's. Jetzt sitzt da eine Fliege auf meinem Bildschirm. Was soll denn das? Geht da weg? Das ist nicht der richtige Platz für Fliegen. Jetzt spielt der Monster Animation. Sag dir, geh weg von meinem Bildschirm. Und der Schweizer verlierte. Wird er verlieren? Aura, jetzt werde ich verletzt, das ist nicht schön. Ja mei, das ist immer so bei dem Spiel. Ja gut, dann machen wir das jetzt. Ich sagte, geh weg von meinem Bildschirm. Wenn du das weitermachst, dann muss ich aber Gewalt anwenden. Machst du dich über den Schweizer lustig? Das ist aber nicht nett. Diese Fliege lernt es nicht. Sie ist schon wieder auf meine Yu-Gi-Oh! Fenster. Mann. Jetzt aber ernsthaft, das nervt gerade. Na, er hat aufgehört. Ich meine, jetzt nervt gerade. Mann, da bin ich jetzt schon so wütend geworden, dass ich meinen Schweizer Akzent verloren hatte. Das passiert mir nicht oft. Ich glaube, ich bin am Arsch, wenn es so weitergeht. Ja, das ist wirklich. Und warst nur noch 3 oder 4 Minuten, je nachdem, wie lange du jetzt für den Zug brauchst. Und auf einmal was für Monster hast. Nein, ich wollte die Karte nicht aktivieren. Hm. Okay, dann mach ich doch länger. Jetzt sieht er die Top of Gear vor allem. Das ist wie hier sofort, nur mit dem Topf. Oh, da stört er die Karte in der Mitte, das ist doch gemein. Ich glaube, du hast irgendwas dagegen, wetten? Du meinst zum Beispiel, wie eine Fliege auf dem Bildschirm, die da weg soll. So, damit ist das Monster vom Feld. Aber wenn ich nichts Gescheites ziehe und du nicht das Monster von mir vernichten kannst, um mich fertig zu machen, wird das noch ein ganz langes... Oh, das ist aber nicht, was ich da gezogen habe. Dann mache ich erst das hier. Nein! Doch. Nein! Doch. Nein! Dann schwöre ich nämlich das hier drüber. Oh Gott. Und dann will ich... Was will ich nicht? Ich will angreifen erstmal. Nein! Doch. Nein! Doch, nein, ich möchte diese Karte nicht angetten. 1000 Lebenspunkte weg. Gut für die Video. Wer wird dieses Duell gewinnen? Das ist hier noch offen. Vielleicht ist es ja Sesel. Ist jetzt eine Karte? Ja, ist. An Gedenken an Sesel, den tapferen Wurm aus Worms, den ich damals hatte, der gewonnen hat. Ist jetzt zwei Karten verdeckt und werden in meinen Zug.
Na, mal sehen, was das für Karten sind. Als erstes setze ich ein paar Fallen verdeckt. Als nächstes aktiviere ich meine Zauberkarte. Okay, passt. Okay, jetzt bin ich nur etwas verwundert, was die andere Karte sein könnte. Es könnte natürlich ein Spiegelkraft sein, es könnte aber auch was anderes sein. Ja, ich finde es halt heraus. Deswegen gehe ich etwas sicher und setze so eine Karte verdeckt. Oh, ich möchte diese Karte nicht anhängen. Und es war keine Spiegelkraft, okay. Komm, sieh was Gescheites, Karim. Ich denke, der Zuschauer ist bereits genervt von meinem Schweizer Akzent, aber das ist egal, das ist die Fahrt heute. Komm. Ich dachte mir, zu Part 89, doch 89 jetzt, kann man doch was Besonderes machen und ich dachte, dass Schweizer etwas ganz Gutes ist. Nein, ich kann leider nichts dagegen tun, auch wenn ich eine Karte aktivieren kann. Und natürlich einmal so ein Verteidigungsmodus. Da macht mich doch jetzt nicht etwa noch fertig. Hoffe ich schon, um ehrlich zu sein. Okay, dann aktiviere ich erstmal die Karte hier. Dann, nein, ich möchte die nicht aktivieren, aber ich setze die hier noch. Dann beschwöre ich dieses Monster. Und nun wird es zerstört. Nein, das bringt mir nichts. Ich habe Angst vor den anderen Fallenkarten. Bitte lass es jetzt gut gehen. Ansonsten bin ich am Arsch. Okay, damit bin ich etwas am Arsch. Ich kann noch nichts weiter machen als beenden. Das ist mein Zug. Ja, ich frage mich, was dein Monster ist. Es ist ein Digimon. Ja, du bist am Arsch. Oh, aber ich werde vorher alle Karten zurückrufen, auch wenn das nichts mehr bringt, weil ich sterbe. Und ich werde es verhindern. Oh nein, jetzt habe ich diesen Kampf verloren. Und das auch noch auf Schweizerisch. Ja. Na gut, dann kann ich schon sagen, tschüssi Leute und wir sehen uns im nächsten Part weiter. Ja. Dieser Part, bist du nicht sicher Teilpart oder hat es wirklich so lange gedauert? Das ist schon lang genug für einen Einzelpart, finde ich. Wow, holen wir nur 4000 Lebenspunkte. Ja, das war irgendwie ganz schön komisch, aber wir haben 13 Züge gebraucht, das ist eine Unglückszahl. Aber trotzdem, wie gesagt, tschüssi und das nächste Mal geht's wieder weiter mit einem richtigen Deutschen. Okay, tschüss.